Ich möchte euch nochmal animieren und anstoßen und deswegen dieser Film für euch. Produkte, die wir kaufen, bestehen oft aus Produkten, die nicht mehr aus unserem täglichen Bedarf heraus gekauft, konsumiert werden, sondern es sind Bedürfnisse, die meist durch andere geweckt werden. Bedürfnisse, die nicht mehr aus uns selbst heraus erwachsen, sondern Bedürfnisse, die andere manipulativ mit Gedankenankern, Wortankern, einfach in uns implizieren und wir dieses Implantat scheinbar gerne annehmen und diesem Konsumwahn nachgehen, uns verschulden, uns in Hetze, Eile drängen lassen und tatsächlich auch bei dem Ganzen zu Arbeitssklaven werden lassen, die Ängste haben, die alles mit sich machen lassen. Warum ich auf diese Idee komme? Ich habe hier eine Fleecejacke an, die besteht aus recycelten Flaschen, musste ich bestürzt feststellen. Fleece ist nichts anderes wie recycelte, zum Beispiel eine berühmte braune Phosphatsäurebrühe, die wir in uns kippen mit Koffein. Solche Flaschen, die werden recycelt. Je feiner sie vermahlen sind, umso größer die Qualität und auch das Geld, was wir dafür ausgeben. Je schlechter sie vermahlen sind, wobei das nicht immer sein muss, umso weniger bezahlen wir dafür. Jetzt mögen die einen sagen, es ist doch wunderbar, dass etwas recycelt wird, dass dieser Wohlstandsmüll, den wir hier haben, wenigstens noch sinnvoll verarbeitet wird. Okay, kann ich noch mittragen. Aber wenn ich dann lese, dass in meiner Jacke, die ich glücklich war, muss ich auch sagen, erstanden zu haben, weil ich fror und für 7 € erstanden habe und fast gleiches Modell mit einem anderen Markenlabel für 46 € in gleichem Geschäft sah, war ich doch erstaunt. Und das heute zu erfahren, was ich da eigentlich anhabe, hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Denn schon damals dachte ich, wer für 5 € etwas herstellen kann, ist auf jeden Fall ausgenutzt worden. Und es hat mir sehr wehgetan, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Andererseits fror ich sehr und ich hatte auch nicht mehr Geld, um mir etwas anderes, qualitativ hochwertigeres, aber gleichzeitig auch fair erarbeitetes und im Wert geschätztes und richtig dementsprechend dem Wert bezahltes Kleidungsstück zu kaufen. Jetzt frage ich euch, der tägliche Bedarf besteht ja aus satt, sauber, trocken, warm. Vielleicht habt ihr noch wenige Sachen hinzuzufügen. Das sind die Grunddinge, die mir jetzt dazu einfallen. Unseren Bedarf, unseren täglichen Bedarf zu decken, bedeutet also eine Wohnung haben, die trocken und warm ist, Kleidung, die trocken und warm ist, Essen, das schadstofffrei und sättigend und nicht füllend ist, sondern mich erhält, die Kraft in mir erhält, also keine Füllstoffe, sondern Lebensmittel, wie gesagt, keine Nahrung. Ja, und so zieht sich das ja dann hin. Und deckt also meinen täglichen Bedarf. Jetzt kommt das Bedürfnis hinzu, was geweckt wird durch jemanden oder durch etwas, wie zum Beispiel die Medien, die Werbung oder den Nachbarn.
oder die Freunde, die mir zeigen, was sie alles haben, wo sie alles waren und so weiter. Und so zieht sich diese Kette und zieht sich. Und man arbeitet und arbeitet und arbeitet und wird zum Sklaven seiner selbst, weil man sich nicht mehr reduzieren kann. Wie gesagt, meine Frage, die habe ich ja noch nicht gestellt. Hast du heute schon mal nachgedacht, bei jedem einzelnen Produkt, was du in die Hand nimmst, was du benutzt, erstens mal, aus was es besteht, welche Inhalte hat es? Und verstehe ich diese Inhaltsverzeichnisse? Alles, was unterhalb der Toleranzgrenze liegt, muss ja nicht deklariert werden, also aufgeschrieben werden in diesem Inhaltsverzeichnis. Weiß ich das? Oder habe ich mir Listen besorgt, was wirklich bis zum Schluss und endlich in diesen zum Beispiel Lebensmitteln enthalten ist, in Medikamenten enthalten ist? Der zweite Gedanke, wenn ich denn weiß, was ich da benutze, aus was es besteht, wo kommt es her? Unter welchen Umständen wurden die Grundstoffe dafür hergestellt? Das heißt, ist es eine saubere Landwirtschaft? Ist es eine bewusste Landwirtschaft? Oder kommt es aus der Kette der Nervengifte, das heißt der Pestizide und Kunstdünger? Oder sind es vielleicht Produkte, die in einem anderen Land hergestellt wurden, vielleicht sogar noch auf gesunde Art und Weise, aber dann der Hygiene wegen, der Sicherheit wegen, begast werden oder andere schlimme Sachen bestrahlt werden, besprüht werden, um hier dann doch wieder vergiftet zu landen. Ist euch klar, dass Menschen, die ausgebeutet werden, an ihrer Kraft und ihrer Gesundheit für uns unter Hungerlohn arbeiten, dass wir diese Dinge überhaupt erst möglich machen können, die wir täglich im Gebrauch haben, die wir täglich benutzen und verkonsumieren. Diese Menschen, ich gebe jetzt ein Beispiel, in Afrika gehen zum Beispiel in den Tagebau, werden dort unter erbärmlichsten Voraussetzungen ausgebeutet, um für uns unsere Erdschätze, die wir weiter verwenden, ja, sozusagen mit bloßen, offenen Händen herauszuwühlen. Für diesen Hungerlohn müssen sie Familien durchbringen, haben Hunger, sind nicht immer in einer warmen Wohnung oder haben warme Kleidung und wissen oft nicht, wie sie den nächsten Tag gestalten sollen, außer dass sie denn wieder an die Arbeit gehen. Hunger, Notstand, Krankheit, Prostitution, Kriminalität. Warum diese Kriminalität oder Prostitution, warum diese Unzufriedenheit, das fragt ihr euch dann wirklich noch, wo wir, die ihnen vorleben, im Fernsehen zu sehen, in Medien zu sehen, wir, der große weiße Mann, der dann auch noch ankommt, sich drüber stellt und ihnen vorgaukelt, wie toll das Leben ist, während wir sie ausbeuten und auf ihnen rumtreten. Dass diese Menschen aufmüpfig werden, keiner dem anderen mehr vertraut, ist ja hier übrigens das Letzte auch schon an der Regel. Dieses System hat das ja auch schon hier geschafft, dass sich kaum noch jemand über den Weg traut, wegen des Raffens, weil bei uns besteht vielleicht noch keine Not in diesem Sinne. Aber wie sehr müssten wir dann verstehen, was dort abläuft? Stattdessen werden wir mit Rassismus überzogen, wir werden aufgehetzt gegen die Brüder auf der Welt. Wir wollen keinen Rassismus, wir wollen keinen Krieg, wir wollen kein Blut vergießen,
Und trotzdem in unserem Namen passiert etwas, was wir nicht wollen. Kriege, weil Systeme angeblich verkehrt da unten sind. Was verkehrt da unten ist, das ist unsere angebliche Hilfe. Auch ein Beispiel. Impfprojekte, Ausprobieren von Medikamenten. Wie sind die Nebenwirkungen? Rasterartig wird ausprobiert, werden Statistiken geführt, um an uns dann das Werk zu vollenden. Wir kommen als die Halbgötter in Weiß, die angebliche Hilfe bringen, aber in Wirklichkeit nur noch mehr Elend, Nebenwirkungen. Natürlich auch, und das muss ich dazu sagen, das fällt mir jetzt ein, ist mir ganz wichtig, es gibt wenige Ausnahmen, die da nicht dahinter stehen, die wirkliche Hilfe geben, schenken, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe und dort unten mitmachen, das heißt anpassen, mitmachen, die Not erkennen und tatsächlich vor Ort helfen, Not abzuwenden. All diese Menschen möchte ich natürlich nicht meinen, ausdrücklich nicht meinen. Aber wir sind die, die quasi diese Menschen durch unsere Manipulation, durch die Ideen, die wir in sie reinsetzen, wie eine Welt sein kann, völlig aus ihren Kreisläufen rausreißen, ausbeuten, kaputt machen, von diesem ganzen Wahnsinn, damit wir warm, satt, sauber und glücklich hier leben, das kann es doch nicht sein. Da sollten wir doch nochmal drüber nachdenken. Und wir sollten uns auch nicht mehr einreden lassen, dass dieses Menschenvolk schlecht ist, weil sie sich ja in die Köpfe kriegen oder sonst irgendwas. Nein, wir sind die Verursacher. Wir sind das System, weil wir dieses System zulassen, weil wir zuschauen und sogar diese Sache noch für uns nutzen. Es dient ja der Bequemlichkeit. Es dient ja unseren Bedürfnissen. Es dient unserem täglichen Flow, wie man so schön oft jetzt sagt. Nein, das kann es nicht sein. Das ist für mich genau nichts anderes wie Brudermord, wie aus Glauben heraus Kriege zu führen, wie Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Native Nations kaputt machen. Primitive Völker sind nicht primitiv. Primitive Völker verstehen, im Kreislauf zu überleben, nichts zu zerstören, sondern ihren Bedarf zu decken. Luxus ist etwas, den wir alle genießen, auch ich. Aber es gibt Möglichkeiten, das Vorhandene zu nutzen und nicht noch Neues und Nützes zu erschaffen. Wir wollen nicht ins Neandertal zurück. Ich gebe ein Beispiel. Mein Sohn, immer vom PC gewesen, neben seinem Studium, furchtbar, ich habe nichts davon wegbekommen können, ist jetzt auf Tour Geocaching. Immer in der Natur, fröhlich, ausgeglichen, ein total anderer Mensch, hat Spaß an sich. Wunderbar, ist wie gesagt auch in der Natur. Lernt auf einmal Stellen kennen, lässt sich von anderen erklären, was das ist, wo das ist und so weiter. Hat selbst eigene Ideen, wie man Rätsel schreibt oder wie man Rätsel löst. Er lebt wieder. Warum? Weil er seine Bedürfnisse, seine Scheinbedürfnisse der Manipulation weggelassen hat, um sie durch Leben, durch Erfahrung zu ersetzen. Natürlich ist dabei der Haken, er nutzt immer noch das Handy, er nutzt immer noch die Strahlentechnik. Nicht in Ordnung, aber doch immerhin besser, als sich den Hintern platt und fett zu sitzen und das Gehirn wirklich frisieren zu lassen, einzunebeln, zu verblöden und ein Fachidiot zu werden, der dieses ganze
ja, suchtartig sozusagen mitschwimmt und mitmacht und in die Tretmühle mit reinkommt. Also toller Schritt, den ich begrüße, den ich toll finde und ich hoffe, er wird noch weitere Schritte gehen können. Ich gehe diesen Schritt. Ich werde mir von nun an jedes Produkt ganz bewusst anschauen, überlegen, brauche ich das? Aber auch überlegen, wo kommt es her? Unter welchen Bedingungen wurde es hergestellt? Wie wurde es weiter behandelt? Und muss ich das tatsächlich jetzt benutzen oder gibt es Alternativen? Das ist ja auch immer sehr wichtig. Natürliche Alternativen, die niemanden und nichts ausbeuten, weder den Menschen noch die Naturkreisläufe. In meiner Familie macht das leider bisher keiner mit. Ich bin da allein auf weiter Flur. Teilweise wird mitgegangen, wie zum Beispiel Duftstofffreiheit, Pestizidfreiheit und so weiter. Formaldehydfreiheit, solange es denn nicht in Toleranzgrenzen versteckt, nicht deklariert ist und wir nicht böse aufwachen sozusagen, weil wir unter diesen Folgen, unter diesen Ausgasungen leiden. Ja, aber dieses Radikale, wie ich es durchziehe, das mache ich alleine. Und ich bin der Meinung, weil wir uns lieben, klappt das ganz gut, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab, Familie, dass ihr das mitmacht. Für manche Außenseiter oder nicht so ganz nahe Freunde oder Menschen, die sich nur oberflächlich mit mir beschäftigen, sieht das vielleicht jetzt merkwürdig aus oder isolierend zu meiner Zwangsisolierung der Vergiftungserkrankung. Aber ich gewinne Lebensqualität zurück, ich habe Freude, ich habe ein viel größeres Spektrum, trotz aller Sklaven, Ketten und gestutzten Flügel. Und ich habe den Eindruck, es gibt schon so ein paar Dinge, die anregen, wo nachgefragt wird. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir gemeinsam alle diese Richtung vielleicht einmal gehen, jeder für sich oder sogar weiterentwickeln, jeder für sich. Ich bin aber nicht die, die das von Ihnen unter Druck verlangt. Ich bete zwar vor, ich versuche manchmal auch zu missionieren, das finde ich ganz schlimm, aber ich komme schon immer mehr in meiner Korrektur dazu, dass ich vorlebe. Nicht in allem reicht die Kraft, aber schon in vielem. Und das ist für mich auch etwas Wunderschönes, es selbst zu genießen, es selbst durchzuführen und ich zu sein und trotzdem gehalten im Familienverband und in der Liebe. Ja, noch einmal die Aufforderung, was brauchst du heute wirklich Minimum, um deinen Tag zu bestreiten? Was davon ist ein Bedürfnis, was durch andere geweckt wurde, was du im Grunde genommen nicht brauchst, um zu überleben, satt, sauber, warm. Das ist doch das, und trocken natürlich, das ist doch das, was wir eigentlich nur brauchen. Alles, was wir mit den Händen selbst erschaffen, ist ein Geschenk, ist ein Luxusgeschenk. Wir können das auch tauschen. Viele freuen sich über die selbstgemachte Marmelade zum Beispiel, über ein selbstgemachtes Bild oder über Schriften oder über Hilfe in der, beim Einkauf oder bei Ärzten oder bei Formularen. Wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, uns selbst etwas zu schaffen und nicht andere zu versklaven und für uns auszubeuten, auszunutzen und hinterher mit Dreck zu bewerfen und in Kriege zu führen. Ich danke euch fürs Zuhören und mache jetzt diesen gebrauchten alten Kasten aus. Und ich freue mich, wenn mir jemand schreibt, auch ich bin immer bewusster, Schritt für Schritt immer mehr reduziert. Und ich achte immer mehr darauf, dass es etwas ist, was ich benutze, was niemanden und nichts schadet. Dann sind wir auf dem Weg der Freiheit. Dann nur mit dieser Freiheit
sind wir zurück in die funktionierenden Kreisläufe und zurück in eine bessere Welt, die du selbst geschaffen hast, so wie ich das jetzt auch tue, Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Dann reißt der Spagat uns untenrum ein Loch, aber Schritt für Schritt schaffen wir das. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen. Jetzt geht's los. Was benutzt du jetzt? Guck's dir an. Ich wiederhole den Satz nochmal. Das macht unser tägliches Brot mit anderen Menschen an der anderen Seite aus. Deswegen nochmal meine Bitte. Ich steige aus. Steigst du mit aus? Fängst du an zu gucken, was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Was ist mein Bedarf? Was sind meine Bedürfnisse? Was steht dahinter? Versuch dich mal zu bemühen. Ich steige aus. In meiner Familie will nicht jeder aussteigen. Kann es vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich mache es. Und wir sind so übereingekommen, weil wir uns eben lieben, respektieren, achten und tolerieren. Jeder nach seiner Fasson. Das heißt, in manchen Dingen mache ich eben mein Ding und verzichte bewusst. Und in anderen Dingen oder auch Räumen machen die anderen ihr Ding. Ich weiß, das ist nicht konsequent genug, um etwas zu verändern in der Welt. Aber ich weiß, es ist für mich der richtige Schritt und der richtige Weg, etwas getan zu haben. Und wer weiß, vielleicht merken ja die anderen, indem sie sehen, was ich tue, dass es gar nicht so schlecht ist. Denn zum Beispiel hat ein Sohn von mir entdeckt, der immer nur saß und spielte am Internet, natürlich auch studierte, dass es wunderschön ist, in der Natur sozusagen Schnitzeljagd zu machen, indem er Geocaching macht. Nicht gut dabei finde ich, dass er die Technik noch nutzt, dass er die Strahlen noch nutzt. Gut dabei finde ich, es ist ein erster Schritt. Er bewegt sich wieder, er hat so viel Spaß. Ich habe ihn noch schon lange nicht mehr so ausgeglichen und frei und strahlend gesehen. Die Motivation in ihm ist eine ganz andere und das Wunderbare ist dabei, er nutzt die Technik wenigstens, wenn er sie schon nutzt, wenigstens für positive Dinge. Denn auch da sollte man unterscheiden, nicht ins Neandertal zu gehen, in unserem Produktwahn, sondern bewusst aus der Region zum Beispiel, wäre der erste Schritt. Bewusst schadstoffarm oder schadstofffrei wäre das zweite, was ich beachten würde. Und das dritte wäre einfach die Reduzierung auf wirklich das, was mein Bedarf ist und nicht, was meine Bedürfnisse sind, die wiederum von anderen ja nur geweckt werden. Ja, das ist also schon eine tolle Sache, wenn man die Produkte, die man schon hat, dann wenigstens nutzt für Dinge, die für mich selbst, für die Gemeinschaft oder vielleicht sogar in der Region oder noch weitergehend etwas Positives haben beziehungsweise zum Positiven und nicht zum Zerstörerischen verwandt werden können. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und jetzt, wenn ich ausmache, denke ich zum Beispiel schon darüber nach, was ich hier für eine Kamera habe für wenig Geld. Wer hat daran gearbeitet, wie viele Stunden und ich bin froh, dass ich eine gebrauchte Kamera habe. Und dass ich nicht das Gewissen in mir noch schlechter mache. Ich nutze das, was ich habe. Und mir fällt auf, es gehört schon zu meinem Bedarf, mich zu äußern. Aber es gehört nicht zu meinem Bedarf. Das ist dann die Kehrtseite, ins Kino zu gehen, in die Fresstempel zu gehen, in die TV-Shows mich einzulassen, weil ich reduziere mich echt auf die Information von meinen Freunden im Gegenüber, im Miteinander und die Filme, die ich konsumiere, dosiere ich auch schon auf das, was für mich meinen,
was für mich bedarfsdeckend ist, mit Informationen, die für mich auch bedarfsdeckend ist, aber keine weiteren Bedürfnisse schürt. Ja, das ist so diese kleine Idee, die dahinter stand, und hoffe ich, Größeres in uns allen auslösen kann. Als kleine Welle stoße ich das jetzt mal an und gebe es weiter zu dir. Ciao, ciao.